Moin und herzlich willkommen zurück zum Politik-Simulator 4 Power and Revolution in Burundi, in unserem wirtschaftsfreundlichen Ansatz hoffentlich. Also hoffentlich wird das einer, wo wir die Wirtschaft gut fördern können. Wo wir jetzt erstmal uns nicht auf die Menschenrechte fokussieren und auf die Gesundheit und wie auch was auch immer, auf die Umwelt und so, sondern erstmal nur auf die Wirtschaft. Noch ist, glaube ich, unser Ansatz noch nicht ganz so krass unterschiedlich zu unserem ersten damals, abgesehen davon, dass wir halt schon Sachen verschlechtert haben für die Bevölkerung quasi. Ist die Frage, ob es der Wirtschaft jetzt schon viel besser geht als beim letzten Mal, würde ich auch nicht unbedingt behaupten. Aber ich hoffe, dass wir das noch so gebogen kriegen. Denn an einem Punkt habe ich zum Beispiel im anderen Spielstand zum Beispiel Geld in die Gesundheit investiert. Das hilft natürlich den Menschen, klar. Oder in die Umweltschutz, zum Beispiel Abholzungssteuer oder sowas. Das hilft natürlich der Umwelt. Schön, macht die Menschen auch glücklicher, ja. Das Problem ist, es hilft aber nicht der Wirtschaft, es bremst sie eher aus. Zum Beispiel, wenn wir in die Gesundheit investieren, dann können wir auch das Geld nicht in die Wirtschaft stecken, quasi in Steuererleichterungen oder sowas. Oder Subventionen. Und deswegen möchte ich das in diesem Ansatz so rummachen, dass wir eben das Geld lieber in Steuererleichterungen stecken. Zum Beispiel, als in Gesundheit. Und um zu schauen, ob wir dann Burundi schneller zu einem industrialisierten Land bekommen, um dann wiederum, wenn es dann auf einem guten Niveau ist, und dann halt versuchen, mit einer starken Wirtschaft die Leute auch teilhaben zu lassen daran. Dass wir das Wirtschaftswachstum nicht dann ausbremsen, wenn die Leute noch arm sind. Das ist nicht einfach, das tut auch weh als jemand, dem eigentlich soziale Politik am Herzen liegt, aber ich möchte es mal so versuchen. Das sind ja keine echten Menschen, die wir hier leiden lassen. So, wir haben wieder Überschuss, das ist gut. Das heißt, wir können wieder weiter und entschulden. Gehe ich gerade mal hier, ich kann die Zeit eigentlich laufen lassen, das macht nichts. Dann werden wir hier nochmal ein Darlehen tilgen. Und wir haben wieder ordentlich davon profitiert. Finanziell. Das tut gut. Dann geht es beim nächsten Mal noch schneller voran. Ich hoffe natürlich, dass wir gerade nicht umgebracht werden. Ach so, wir könnten dann natürlich wieder durch eine Erhöhung der Ärztezahl zum Beispiel wieder was bewirken. Langsam sind wir auch auf einem Niveau. Oh, wir haben schon den besten Wert der Welt. Gut, dann können wir jetzt nicht mehr so viel rausholen. Zumindest nicht mehr sinnvoll rausholen. Guck mal, auf diese Weise habe ich doch in die Gesundheit investiert. So, 7,83% Wachstum, das ist schon mal nicht schlecht. Oh, guck mal, die Arbeitslosenquote ist wieder ordentlich runtergegangen. Die war ja mal auf 30%. Das ist gut, dass die runtergeht, das freut mich. Das freut mich. Würde mich auch freuen, wenn wir die Steuern wieder senken können, die wir hier angesammelt haben. Bevölkerungswachstum minus 0,5%. Es ist natürlich auch so, ne, wenn die Wirtschaftskraft sich auf wenige Menschen verteilt, dann haben die wenigen Menschen natürlich mehr von der Wirtschaftskraft. Deswegen möchte ich das Bevölkerungswachstum möglichst niedrig halten und sogar die Bevölkerung schrumpfen gerade aktuell. Genau, aktuell warten wir halt auf die neuen Quartale, damit wir neues Geld reinkriegen. Mit dem Geld entschulden wir uns dann hoffentlich weiter. Und wenn wir dann unsere ganzen Schulden abbezahlt haben, dann würde ich anfangen mit Steuersenkungen. Das war so meine Idee. Aber es dauert halt erstmal einen Moment, bis wir das so hinkriegen. Ich habe mir eigentlich erhofft, wir würden so ein bisschen Beliebtheit kriegen, dadurch, dass wir die ganze Zeit unser Budgetüberschuss verbessern. Aber es scheint gar nicht so viel zu helfen. Das Wirtschaftswachstum scheint gerade ein bisschen zu stagnieren, wenn ich das richtig sehe. Das ist etwas schade. Aber naja.
Naja, das Schlimmste haben wir bald geschafft, hoffe ich mal. Also, ne, China hat ja einen richtig krassen Zinssatz, dann hat Indien noch einen krassen. Andere Länder haben teilweise gar keinen Zinssatz mehr. Interessant. Ja gut, wir werden es auf jeden Fall entschulden und dann schauen wir mal weiter. Wie sieht es denn eigentlich aus in der Energie? Da haben wir jetzt Wasserkraftwerke gebaut, weil die am effizientesten arbeiten und wir sind auch in einem guten Bereich, was die Stromversorgung angeht. Das ist gut. Diese Person riskiert ein... Oh je, da riskiert einer einen Skandal. Die Intervention. Natürlich war das ein Fiasko, war ja klar. So, aber ja, fast 8% Wachstum. Da kommen wir vielleicht auch noch drüber. Mit der Zeit. So, dann müssten wir... Moment, Juli, glaube ich. Am 1. Juli ist wieder ein Quartal rum, wenn ich das richtig im Kopf habe. Dann müssten wir wieder neues Geld reinbekommen. Aber ja, der Überschuss wird immer mehr. Das freut mich auf jeden Fall. Hallo, DR Kongo. Ich habe aber keine Lust, was zu verhandeln. Sorry, wenn ich euch da enttäuschen muss, liebe Kongolesen. Das Wirtschaftswachstum geht nur noch sehr langsam hoch gerade. Man könnte zumindest eine wohltätige Sache machen, indem man sagt, man befreit Spenden an wohltätige Organisationen. Vielleicht freut sich da jemand drüber. Terroristen. Haben wir doch was Gutes getan gerade. So, wie gesagt, ich habe keine Lust auf Verhandlungen. Die bringen in den meisten Fällen nicht so viel wirtschaftlich und ich möchte lieber Zeit gut machen, als die Zeit dafür aufwenden, um hier... Oh, da ist gerade was Gutes passiert für den Überschuss. Aber hier geht es nur langsam voran. Naja. Naja gut, aber es geht voran. Auf jeden Fall, der Überschuss geht hoch, das ist gut. Damit können wir dann später was machen. So, jetzt sind Spenden an wohltätige Organisationen steuerbefreit. Mal schauen, ob das der Wirtschaft hilft. Wahrscheinlich eher weniger. Aber vielleicht minimal. Ah, jetzt haben wir bald 8% Wirtschaftswachstum. Mal schauen, ob wir das noch kriegen. Alles ist vorbereitet. Auf jeden Fall, wenn der Juli anbricht, haben wir, glaube ich, neues Quartal. Und dann können wir wieder weiter entschulden. Darauf freue ich mich auch wieder. Um 7,99%. Vielleicht haben wir die 8. Unser Netzwerk. Ja, wir werden Agenten verhaftet, aber das stört mich jetzt wenig. Ja. Immer noch 7,99. Mach's nicht so spannend. Immer noch 7,99. Komm, jetzt will die Wirtschaft nicht mal wachsen, ne? Vor so einer Marke. Gemein. Gemein, gemein. So, jetzt haben wir auch ein neues Quartal. Das heißt, jetzt können wir wieder entschulden. Gehen wir mal zu den Chinesen und tilgen ein weiteres Darlehen. Guck mal, das ist jetzt auch wieder weg. Das heißt, wir gehen zu den Indern weiter, waren das, glaube ich, mit dem nächsthöchsten Zinssatz. Tilgen da weiter. Jawohl. Arbeitslosigkeit. Guck da gleich nochmal den Wert an, wenn ich das machen soll. Hö, was ist denn jetzt passiert? Ist das Ding verschwunden? Unsere Sport. Ja, wie immer möchte ich da ermutigen.
Ja, klar. 8%, ey. 8% Wirtschaftswachstum. Darauf habe ich gewartet. So, jetzt haben wir auf jeden Fall gerade 14% Überschuss. Das ist gut. Hier ist unsere. Ach ja, die Arbeitslosenzahlen. 6%, guck mal hier, wir kriegen jetzt noch. Ich möchte dich um einen kleinen Gefallen. Nein, kein kleiner Gefallen. Ich bin nicht korrupt hier. Ich bin ein integrer Diktator. Aber ja, das geht wieder voran hier mit der Arbeitslosenquote und so. Schön. Dann könnte man überlegen, ob man nicht hier noch die Arbeitszeit erhöht oder so. Wenn man die Vollbeschäftigung schon hat. Also wenn man die irgendwann schon hat. Aber das sind halt alles Sachen, da macht man sich nicht beliebt, ne? Da braucht man eigentlich eine höhere Beliebtheit dafür, um das zu machen. Und an die zu bekommen, wird nicht so einfach sein. Oh, eine Cholera-Epidemie, na toll. Was ist, wenn ich Nein sage? Ich sag einfach mal ja, ich will es jetzt nicht übertreiben. Ach, guck mal, die Lebenserwartung ist wieder hochgegangen. Ich weiß gar nicht warum. Vielleicht, weil wir so viele Ärzte eingestellt Sie haben. Dabei haben wir sonst das. Sehr die Investition in den ins Gesundheitssystem sehr runtergeschraubt. Achso, wir sollen. Was ist, wenn ich keine Arzneimittel kaufe? Komm, ich mache mal, die sind sowieso nicht teuer. Kein Problem. So, 30 Tote, das klingt jetzt noch nicht sehr viel. Oder man könnte provozieren, dass viele Leute sterben. Und da hat man weniger zu versorgen. Selber auch sehr makaber. Aber gut, wir sind sehr makaber in diesem Playthrough, wie man sagen könnte. Oh, wir haben Aufstand. Ah, toll. Das ist nicht gut. Das senkt die Beliebtheit. Das können wir gerade nicht gebrauchen. Die Lage verschlechtert sich auf gefährliche Weise. Mann. Ja, auf lange Sicht wird es schwierig sein, glaube ich, die Leute bei Laune zu halten. Da habe ich jetzt schon das Gefühl, dass es schwierig werden wird. Dann wieder ein Terrorismusproblem. Angreifen. Beendet die Sache. Ist mir egal, ob gut oder schlecht. Die Geiselnehmer haben der Presse eine Mitteilung. Ich habe gerade überlegen, stand da was von. Ja, mach ruhig. Da stand da was von. Stand da was von Universität oder sowas, dass da irgendwie eine Geiselnahme war? Wenn ja, dann fände ich es witzig, weil wir angeblich laut im Spiel gar keine. Ja, hier. Universität von Cibitoke. Oh, wir haben Beliebtheit gekriegt, das ist gut. Das Witzige ist, wir haben gar keine Universität im Land. Naja, wie auch immer. So. Aber entschädigen tue ich hier niemanden. Aber es kostet auch wieder Beliebtheit, ne? Naja, wenn man die nicht entschädigt. Auch wieder schwierig. Oha, wir sind wieder unter die 8% Wachstum gesunken. Nein. Na, guck mal, die Arbeitslosenquote flacht ab. Also die Veränderung da, dieser Quote. Was sagt uns das? Weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall, dass man durch Steuersenkung hinterher noch an Beliebtheit kommt. Das wäre ganz schön. Denn momentan irgendwie brauchen wir Beliebtheit, ne? Sonst wird es schwierig. Aber wir kommen auf jeden Fall gut voran mit der Entschuldung des Landes. Die Terroristen.
Glück wird angeblich mehr. Das finde ich interessant. Unglaublich. Unglaublich. Ja, wir haben wieder dadurch, durch Preise kriegen wir auch ab und zu Beliebtheit. Das ist auch gut natürlich. Unsere nationale Truppe hat einen Triumph. Ah ja, noch einen Preis gewonnen. Das ist gut. Ich überlege gerade, wann ist das nächste... Quartal zu Ende. Juli, August, September, Ende September, genau. Zum Oktober hin ist das nächste Quartal rum. Das haben wir auch gleich wieder. Dann können wir wieder weiter in Schulden. Da freue ich mich schon drauf. Und dann haben wir noch einige Darlehen, wo wir gar keinen Zinssatz zahlen, ne? Aber gut, die sollten wir wohl auch besser zurückzahlen. Sicher ist sicher. Die anderen Länder entdecken hier schön fleißig. So, und dann bin ich mal gespannt, wenn wir Indien entschuldet haben. Dann müssten wir eigentlich quasi... Na gut, hier haben wir noch einen minimalen Zinssatz bei Internationalen Währungsfonds und Weltbank. Aber dann haben wir auch quasi das rausgeholt, was wir an Überschuss rausholen konnten. Zumindest durch das Entschulden. Dann wäre vielleicht auch ein guter Zeitpunkt, um Steuer zu senken. In der Hoffnung, dass man da auch nochmal ordentlich Wirtschaftswachstum rausholen kann. Oh, mittlerweile über 15% Überschuss. Das finde ich gut. Sicherheitskräfte sind effektiv. Schön. Schön, schön. So, dann haben wir den September gleich zu Ende. Ich frage mich gerade, wie viel von unserer Arbeitslosenquote, die gerade am Sinken ist, daher kommt, dass wir Ärzte und Lehrer eingestellt haben. Wenn ich so drüber nachdenke. Könnte auch ein ordentlicher Faktor sein. Naja. So, jetzt haben wir auf jeden Fall wieder neues Geld reinbekommen und wir werden weiter entschulden. So. Wie weit sind wir da jetzt? Oh, wir haben... Genau, wir haben den... Das von Indien, das Darlehen ist komplett abgezahlt. Cool, dann bleibt jetzt nur noch, was Zinssatz betrifft, hier IWF und Weltbank. Machen wir hier mal weiter. Wie weit sind wir da jetzt gekommen? Ein bisschen was geschafft auf jeden Fall. Schön. 15% Überschuss, das ist ganz gut. 7,99% Wachstum, knapp unter der 8%. Und einen schönen guten Abend in den Chat an Armin Nesta. Auf Twitch, wo wir die Folgen immer live streamen beim Aufnehmen. Link in der Videobeschreibung, so, ne? Mittwoch 20 Uhr. Ihr wisst Bescheid. Und ja. Das sieht doch ganz gut aus. Auch die Beliebtheit ist gar nicht mal so schlecht, der Wert. Ich hoffe mal, das bleibt so. Auch das Wirtschaftswachstum wäre schön, wenn es so bleibt. Wenn nicht, wir helfen ja bald auch mit Steuersenkungen nach. Bin mal gespannt, wie das laufen wird. Mein gutes Spiel ruckelt aber ganz schön hart gerade. Heftig. Ja gut, eine Gesundheit ist bei uns gerade nicht so gut, das gebe ich zu. Huch, Nachricht? Was ist jetzt los?
Ach schön, irgendein Raumfahrtprogramm. Das ist aber nicht unseres, wir haben noch keins. Ich will die Cholera-Epidemie hier nicht entschädigen. Oh, Wirtschaftswachstum ist wieder ein bisschen hochgegangen. Um 0,01%. Schön. Schön, schön. Die USA machen auch ständig neue wissenschaftliche Entdeckungen. Wir können ja nochmal ins neue Jahr rübergehen und dann würde ich sagen, können wir das erstmal hierbei belassen. Was haben die Nachbarländer eigentlich für ein Wirtschaftswachstum, damit wir uns mal da vergleichen können? Wachstum. Oh, die haben ein besseres Wirtschaftswachstum als wir gerade. Die auch. Warum wachsen die alle so schnell? Ja, gemein. Nur Ruanda wächst langsamer. Mano, da denkt man mal an guten Werten, dann sind die Nachbarn noch besser dran. Gut, dann müssen wir halt, dann mal bald mit Steuersenkungen hoffentlich nachhelfen. Ich hoffe, das hilft. Wenn wir dann soweit sind. Aber man muss auch dazu sagen, die haben auch Bevölkerungswachstum, oder? Bestimmt haben die. Ich weiß nicht, ich glaube, man kann das hier nicht sehen. Aber die haben bestimmt ein ordentliches Bevölkerungswachstum. Und bei uns schrumpft die Bevölkerungszahl sogar. Das heißt, unsere Leute werden im Schnitt reicher. Immerhin das. Gut, ich wollte jetzt nochmal bis zum Ende des Jahres warten. Noch mal weiter entschulden und dann vielleicht auch noch mal sehen, wie das Wirtschaftswachstum im neuen Jahr aussieht. Bin ich auch noch mal gespannt. Da bin ich auch noch mal gespannt. Kaufkraftverlust und so, oh je. Ja, unser Glückswert ist immer noch niedriger als am Anfang, aber wir haben Plätze gut gemacht, weil es andere Länder noch schlimmer getroffen hat. Das ist auch schön. Oh Mann, gut, wir warten noch mal einen Monat ab. Nee, möchte ich mal zurücktreten oder was? Ach nee, jetzt haben wir auch einen Aufstand. Kann ich jetzt nicht gebrauchen. Die Lage sieht für uns nicht. Nee, wir brauchen keine Soldaten. Also doch schon, aber wir brauchen keine Gewaltanwendung von den Soldaten. Wir müssen die einfach nur in die Nähe schicken, dann rennen die hoffentlich weg. Jo, die meisten sind weggerannt. Und der unten ist gestorben. Okay, ich glaube, das hat sich erledigt. Ja, hat sich erledigt. Das ging schnell. Gut, das war einfach. Okay. Ja, da kann man doch manchmal noch recht schnell was dagegen tun. 8,02%. Es geht minimal hoch, das Wirtschaftswachstum. Schön. Ich. Du. Ups. Er, sie, es. Wir, ihr, sie. Autobombenattentat auf Polizeirevier, na toll. Ein Lastwagen voll mit Nein, ich möchte hier niemanden entschädigen. Tut mir leid. Ich möchte noch das Ende des Jahres abwarten. Naja, schön. Das Wirtschaftswachstum geht minimal hoch. Nachdem es jetzt die meiste Zeit des Jahres sehr stabil geblieben ist. Auf jeden Fall, das ist eine ganz nette Entwicklung, die wir gerade haben. Schade.
schade, dass es so lange dauert. Ne? Ich würde halt gern wissen, wie es weitergeht, wenn wir die Schulden abbezahlt haben. Na gut, wir haben ja gleich das Jahr zu Ende. Was ist das für eine Demonstration? Gegen den Lifestyle des Präsidenten. Gut, da könnte man theoretisch auch nochmal Geld einsparen, indem man das Gehalt senkt oder so. Ich frage, ob das so viel ausmacht. Aber gut, wir haben jetzt das Jahr fast rum und dann reicht es auch erstmal, glaube ich. Sind wir denn eigentlich ärmer als die Nachbarländer? Ja, deutlich. Zumindest als die Demokratische Republik Kongo. So, das neue Jahr ist angebrochen. Das wollte ich noch erreichen. Jetzt wird gerade neu berechnet. Sind wir wieder auf 6,55% runter zum neuen Jahr, aber vielleicht geht es ja von alleine wieder hoch, wer weiß. Wie sieht es beim anderen Land aus? Hier, die haben 7%, die haben 8%. Mann, warum haben die alle so ein besseres Wirtschaftswachstum? Gemein. Naja, gut. Wir können auf jeden Fall noch mal ein bisschen entschulden. Gerade. Achso, wir machen weiter hier, wo wir den höchsten Zinssatz haben, auch wenn der nicht mehr so hoch ist. So. Oh, das ging beides mit einem Schlag weg. Cool. Haben wir immer noch Haushaltsreserven übrig. Gut, jetzt zahlen wir auf den Rest keine Zinsen mehr. Wenn ich das richtig sehe, dann können wir die alle einfach der Reihe nach abarbeiten. Ja, dann fangen wir mit Japan an, da haben wir den größten. Wie auch immer. Super, dann haben wir das Land schon so gut wie entschuldet. Da freue ich mich schon drauf, wenn das endlich abgehakt ist, das Thema. Gut, dann würde ich auf jeden Fall sagen, bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wenn wir weiter entschulden und dann hoffentlich irgendwann mit Steuersenken die Wirtschaft weiter fördern können. Das ist so meine Idee. Gut, bis dahin. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und würdest du gerne mehr von sehen? Da schwirren dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen? Leider ist das im Moment für uns alles noch sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 € pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht viel Geld, aber wenn uns bereits jetzt jeder Abonnent diesen 1 € geben würde, könnten wir es bereits hauptberuflich umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir unseren Traum von YouTube zu leben bald Realität werden lassen können.